Seit Jahrzehnten ist über die Nutzung des Pirnaer Sonnsteins im Hochmittelalter geschrieben, geforscht und gemutmaßt worden. Nun zeigt das Stadtmuseum, was bei den Ausgrabungen auf dem Burgberg im Jahre 2009 und 2010 entdeckt worden ist. Die Ausstellungsstücke widerlegen lang gehegte Vorstellungen. Status Pirnas war eher untergeordnet. Als untergeordnet angesehen durch unsere Grabung konnten wir nachweisen, dass unterhalb der Burg Sonnenstein tatsächlich auch eine slawische Burganlage erhalten geblieben ist. Ja, und damit kann man die Geschichte doch unter einem etwas anderen Licht rekonstruieren. Pirna spielte im 10. Jahrhundert bereits eine ausgesprochen wichtige Rolle. Doch nicht nur die Rolle der verschwundenen Burg auf dem Sonnenstein ist Inhalt der Ausstellung. Wir haben es nicht nur mit einer verschwundenen Burg zu tun, sondern eigentlich zeigen wir mehrere verschwundene Burgen. Der Sonnenstein ist die Initialzündung. Das ist ja auch das, was wir also vor allen Dingen den Leuten zeigen wollen. Die Entstehung dieser frühen Anlage, die Rolle, die es also in der Geschichte des sächsisch-böhmischen Oberelbraums spielen konnte. Und wir haben aber dann natürlich neben den Stadtfunden auch die Burgen mit verifiziert, die auch noch wichtig sind in dieser Geschichte als Pangdang zu Pirna, Děčín. Dass gleichzeitig im Schloss Děčín Ausgrabungen nach einer verschwundenen Burg stattfanden, war eher Zufall. Doch den machten sich die beiden Kuratoren zunutze und entschieden sich für die Zusammenarbeit mit dem Schloss Děčín und dem zuständigen Institut für archäologische Denkmalpflege Nordwestböhmens in Most. Bei den Ausgrabungen kam vieles ans Licht und natürlich ist der größte Teil davon der Keramik in großen Mengen, sage ich mal. Aber wir wollen den Leuten nicht nur Scherben zeigen, wir wollen Leute zeigen und wir wollen spannende Funde zeigen. Und spannende Funde gibt es einige zu sehen. Neben einer Urne mit den sterblichen Überresten einer jungen Frau fand man eine kleine, wertvolle Silbermünze. Naja, wir reden eigentlich nicht von Wert, von materiellem Wert, sondern es ist dann immer ein ideeller Wert. Der materielle Wert einer kleinen Silbermünze ist ausgesprochen gering. Gerade mal 1 Gramm wiegt die älteste Münze, die wir gefunden haben. Und die war nun tatsächlich insofern ganz besonders wertvoll, ideell, weil es der erste historische Beleg für Pirna ist. Diese Münze ist um 950 nach Christi geprägt worden. Die zweisprachige Ausstellung befindet sich noch bis zum 30. März im Stadtmuseum. Danach wird sie im Schloss in Děčín zu sehen sein.